Hey Lieben, also was habe ich heute mit euch vor? Ich möchte gern über so ein derzeit überall herumkursierendes Modethema sprechen, nämlich über toxische Beziehungen. Aber vor allen Dingen möchte ich gerne über das Gegenteil davon sprechen, über lebendige Beziehungen. Ich möchte euch gern erklären, was aus meiner Erfahrung hilfreich ist, um für euch, also jenseits von allen Zweifeln, die du vielleicht hast, sehr konkret herausfinden zu können, ist das, worin ich mich hier gerade befinde, toxisch oder ist es eine lebendige Beziehung? Ich möchte mit euch gerne darüber sprechen, was Andrea und ich unter einer Königin und einem König verstehen. Wir freuen uns natürlich riesig. Ihr wisst ja sicher, vor 2,5 Monaten ist mein neues Buch rausgekommen, Genesis, und wir finden es mega, dass dieses Buch auf so eine starke Resonanz trifft. Es ist mittlerweile bereits die 5. Auflage draußen. Das ist der Hammer, ihr Lieben. Zumal diejenigen unter euch, die das Buch bereits kennen, es sicher bestätigen werden, es ist nicht unbedingt eine leichte Mainstream-Lektüre, sondern es geht unter die Haut. Und in diesem Buch geht es ja auch ganz viel um Königin und König. Und mir ist es ganz wichtig, dass ich da gar nicht erst irgendwelche falschen Bilder festsetzen. Deswegen möchte ich gern auch darüber heute Abend sprechen. Und natürlich bin ich richtig gern für eure Fragen da, die ihr jetzt bereits einreichen könnt. Ihr müsstet da unten bei euch so ein Frage-Dings da bums da sehen. Darüber könnt ihr mir das herschicken. Doch zuerst möchte ich sagen, nochmal sagen, weil jetzt ja noch ein paar Leute dazukommen sind. Ich freue mich gerade echt doll, mal wieder hier ein Insta-Live-Soul-Talk mit euch durchzuführen. Bevor ich loslege, habe ich 2 wunderschöne Einladungen auszusprechen. Zuallererst an die Frauen und an alle non-binären Wesen, dazu werde ich auch gleich noch etwas sagen, die sich vielleicht nicht als Frau lesen, aber tatsächlich stark von der weiblichen Kraft angezogen fühlen. Meine Liebste, und das ist echt eine Weltpremiere, wird am kommenden Donnerstag einen 3-monatigen Online-Kurs. Also eigentlich ist es ein Projekt, es ist ein Bündnis zwischen Frauen starten. Und sie wird dann am Ende dieser Session, also kurz vor 19 Uhr, auch nochmal persönlich hier reinkommen und euch ein bisschen was dazu erzählen. Aber ihr lieben Frauen, ihr könnt euch das schon mal vormerken. Am nächsten Donnerstag, am 10. um 20 Uhr geht es los. Und wenn du eine Frau bist oder ein Wesen bist, was sich sehr stark von weiblicher Kraft angezogen fühlt und was bewegt ist von all den Themen, die derzeit ganz viel, Gott sei Dank, unterwegs sind zum Thema Feminismus, zum Thema Gleichberechtigung, zum Thema Heilung der Wunden des Patriarchats und du dich vor allen Dingen für die Frage interessierst, also wie kannst du diese konkreten Erkenntnisse für dich denn jetzt wirklich umsetzen? Wie kannst du aus dieser weiblichen Kraft und Weisheit daraus noch viel mehr in Führung gehen, dann fühl dich von Herzen eingeladen zu Queen is Rising, startet nächsten Donnerstag und ich denke, mein Schatz ist bestimmt so lieb und haut hier einfach mal den Link rein, da könnt ihr reinschauen. Donnerstag, 20 Uhr, der erste Abend ist auch frei für euch, das heißt, ihr könnt euch das ganz in Ruhe anschauen. Und darauf habe ich mich ganz doll gefreut und jetzt mittlerweile 3 Jahre darauf zugearbeitet. Alle Männer, die das jetzt gerade sehen und alle Wesen, die sich von der männlichen Kraft stark angezogen fühlen, ich lade euch zu dem Partnerprogramm ein, nämlich King is Back. Auch das beginnt am 10., allerdings um 18 Uhr und das ist meine persönliche Challenge an mich und an jeden Mann da draußen, den König in uns wirklich zu wecken. Wir werden für mindestens 3 Monate zusammenkommen. Mein großes Anliegen ist es, das nicht theoretisch zu gestalten, sondern wirklich sehr praktisch. Ich möchte uns herausfordern, erstmal ganz ehrlich stehen zu bleiben und zu schauen, wo wir gerade stehen, wie wir uns selbst jetzt derzeit aktuell als Männer definieren und was an dieser Definition noch stimmt und was Zeit ist, endlich über Bord zu werfen. Ich möchte mit euch alte Rollen in Frage stellen. Ich möchte mit euch gemeinsam erforschen, was uns 10.000 Jahre lang Patriarchat gekostet haben. Und auch wenn das vielleicht erstmal provokant klingt, ich meine es tatsächlich so, ich gehe davon aus, dass tatsächlich wir Männer das unterschätzte Geschlecht sind.
Das mag erstmal verwundern, weil meist sieht es erstmal so aus, dass die Männer diejenigen sind, die da draußen rumlaufen mit einer großen Klappe, aber ganz häufig sind es die mit einer großen Klappe, die eigentlich zutiefst auf einer existenziellen Ebene an sich zweifeln. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Männer, selbst diejenigen, die sehr erfolgreich sind, sich unterschätzen, weil sie sich auf einen ganz, ganz kleinen Bruchteil ihrer Möglichkeiten konzentriert haben und überhaupt nicht wissen, was da noch alles in ihnen steckt. Und definitiv unterschätzen uns die meisten Frauen da draußen, was verständlich ist, wenn wir uns anschauen, was Männer so in den letzten 10.000 Jahren angestellt haben und wie bockig oder trotzig wir uns an manchen Stellen noch stellen, wenn es um Veränderung geht. Mir wird es eine große Ehre und Freude sein, mit euch gemeinsam, liebe Männer, erstmal vor allen Dingen uns selbst, aber auch unseren Frauen, unseren Partnern und Partnerinnen, unseren Kindern und der Gesellschaft zu zeigen, was da alles in uns steckt, dass wir viel, viel schöner sind im Außen und im Innen als diese vielen gängigen Klischees, die da draußen herum kursieren. Also Mann, wenn du Bock hast, dich mit mir gemeinsam auf die Übungsmatte zu stellen, Tacheles zu sprechen, also die Kraft zu spüren, wenn Männer sich miteinander verbünden, wenn sie darüber hinausgehen, einfach ein paar blöde Witze zu machen, sondern sagen, okay, wir schauen jetzt mal wirklich in den Spiegel und wir schauen uns wirklich unser Leben an, wo wir stehen, ob wir wirklich zufrieden sind, was mit den Träumen geworden ist von unserem kleinen Jungen von damals, dann fühle ich von Herzen eingeladen. Ich freue mich ganz, ganz doll drauf. Und da ich im Augenblick noch wesentlich mehr weibliche Wesen habe, die mir auf Instagram folgen. Wenn du, liebe Frau, einen Mann in deinem Umfeld hast, von dem du denkst, oh, das ist eigentlich so ein cooler Typ, ich habe voll Bock, den in seiner vollen Pracht zu erleben, dann verlinke doch einfach dieses Video, weise ihn darauf hin, das würde mich total freuen. Donnerstag, 10. Juni, 18 Uhr, ist erstmal frei, schaut einfach vorbei, freue mich drauf. Okay. Thema des heutigen Tages, toxische Beziehungen, lebendige Beziehungen. Erstmal möchte ich mal sagen, ihr Lieben, ich beobachte es manchmal so mit Sorge, wenn so bestimmte Begriffe so ein Modetrend werden. Also lange Zeit war es jetzt zum Beispiel Narzissmus und ist es immer noch. Und ja, es gibt Narzissmus, aber ich habe da manchmal das Gefühl, dass so ein Schlagwort benutzt wird, um zum Beispiel jeden Mann, der mit seinen Gefühlen nicht klarkommt oder der sich manchmal wie ein Arschloch verhält, was de facto auf fast jeden Mann irgendwann zutrifft, quasi gleich in diese Schublade zu stecken, Narzisst. Und so beobachte ich, dass das Wort toxisch gerade sehr trendy ist. Wir sprechen von toxischer Weiblichkeit, toxischer Männlichkeit und toxischen Beziehungen. Und auch hier habe ich die Befürchtung, dass wir dieses Wort ganz schnell benutzen könnten, um eine Beziehung, die gerade stuck ist, die festhängt, die eigentlich noch viel mehr Potenzial hat und in der wir selbst vielleicht noch gar nicht alles gegeben haben, ganz schnell einfach als toxisch abzutun, uns rauszuziehen, uns cool damit zu fühlen, weil wir ziehen uns nichts Toxisches mehr rein, das haben wir gar nicht nötig, und dann in die nächste Beziehung zu gehen und festzustellen, dass wir eventuell da wieder landen. Toxisch heißt giftig. Erstmal, ich glaube, dass so gut wie jede Beziehung auch irgendwann giftig ist. Wenn wir einfach von dem Punkt kommen, dass giftig bedeutet, dass dir die Umstände die Kraft rauben. Also, dass dich diese Beziehung nicht voll unterstützt, nicht voll sieht, sondern eher ausbremst. Schaut, Andrea und ich, wir sind jetzt fast 30 Jahre zusammen. Wir lieben, wir forschen, wir arbeiten zusammen, wir schreiben Bücher über dieses Thema. Und es wäre einfach gelogen, wenn ich zu euch sagen würde, unsere Beziehung ist niemals toxisch. Ja? Im Grunde genommen ist jeder Streit, in dem Andrea und ich uns verkannten und uns nicht mehr sehen wollen, also nicht wirklich zuhören wollen, ist toxisch. Ja? Weil es da an der Stelle einfach Kraft zockt, anstatt Kraft gibt. Und natürlich gebe ich euch völlig recht, es gibt Beziehungen, die auf Dauer toxisch sind. Woran erkennst du die? Der einfachste Nenner, auf dem wir es wirklich komprimieren können, ist eine lebendige Beziehung, also das Gegenteil einer toxischen Beziehung, ist eine Beziehung, die alle Beteiligten langfristig erblühen lässt. Ich
betone langfristig, weil jeder von uns hat mal einen Scheißtag, jeder von uns muss Sachen dazulernen, jeder von uns muss auch die Chance haben, einen Fehler zu machen und zu sagen, okay, das geht besser. Aber tendenziell ist eine lebendige Beziehung eine Beziehung, in der alle Beteiligten mehr blühen. Woran merkst du, dass du erblühst? Wenn die Freude mehr wird. Und da ist es so, ihr Lieben, wir können uns kolossal bescheißen. Besonders die Frauen. Warum? Weil Frauen einfach ganz häufig viel, viel stärker an Beziehung, an Bindung interessiert sind. Und wenn du dann erstmal dein Herz investiert hast in eine Beziehung und dich auch wirklich auf einer neurobiochemischen Ebene gebunden hast an den Kerl, du versucht sein könntest, dir eine Beziehung schön zu reden. So nach dem Motto, das wird schon und ja, der kann halt nicht besser, aber wir kriegen das schon hin. Also alles gut und schön. Durchstrecken kommen immer mal wieder vor, ihr Lieben. Aber langfristig gesehen muss die Freude mehr werden. Okay? Weil warum kommen wir überhaupt zusammen? Ja, wir könnten sagen, auf einer ganz existenziellen Ebene kommen wir zusammen, um miteinander ein bisschen mehr Schutz zu erfahren als davor, um abends, wenn es kalt und einsam wird, die Fleischklöpfchen aneinander zu wärmen, okay. Aber die meisten von uns sind über dieses Level hinaus. Und du solltest dir das Recht herausnehmen. Und ihr wisst, ich rede nicht gern von sollte, aber an der Stelle sage ich bewusst sollte, dir das Recht herausnehmen, zu fühlen, wie kostbar dein Leben ist. So jeder einzelne Tag von dir ist unendlich kostbar, okay? Das heißt, wenn du wählst, Zeit mit einem anderen Menschen zusammenzubringen, zum Beispiel jetzt gerade, mit mir, dann machst du mir ein Geschenk, was de facto nicht bezahlbar ist. Und wir müssen alle dahin kommen, das zu fühlen. Das ist nicht etwas, was uns beigebracht worden ist als Kinder. Als Kinder sind wir ganz oft wie Objekte behandelt worden, aber de facto sind wir alle Genies, die, wenn wir in eine Beziehung gehen, egal privat oder beruflich, unser kostbares Genie, was auch alles dazu gehört, unsere Gaben, unsere Fragen, unser Fühlen, unsere Körper, einem anderen Wesen zur Verfügung stellen. Und dieses Geschenk von deiner Seite, was niemand jemals wirklich bezahlen kann, bekommt nur dann seine Wertschätzung, wenn du in dieser Beziehung gesehen wirst. Und gesehen heißt, ja, natürlich will der andere auch, dass seine Bedürfnisse erfüllt werden, aber wenn er sich auf dich bezieht, sollte er primär darauf bezogen sein, dich erkennen zu wollen, zu verstehen wollen, wer du bist, was deine Werte sind, was deine Ziele sind, wohin willst du im Leben? Ich habe also ganz nüchtern gesehen, und das halte ich für wirklich für toxisch, haben die meisten Menschen gelernt, sich gegenseitig in Beziehungen zu nutzen. Wir labern zwar ganz viel von Liebe, aber das ist keine Liebe, wenn ich mit einer Frau hauptsächlich zusammen bin, weil ich sie geil finde, weil ich gern mit ihr ficke, weil dann irgendwann vielleicht Kinder dazukommen, weil es praktisch ist. Sie kümmert sich vielleicht um den Haushalt. Ich übertreibe jetzt klischeehaft, ne? So, und dann fliegt der Laden irgendwann auf, wenn du denn irgendwann mal, du hast so oft gehört, dass der Typ dich liebt, und irgendwann mal kommst du zu ihm und sagst, weißt du was, Schatz, ich möchte mir jetzt einen großen Traum verwirklichen. Ich möchte eine Coaching-Praxis aufmachen oder eine Yoga-Praxis. Und plötzlich sagt der Typ, nee, das kommt mir nicht in die Tüte. Das passt mir nicht in Kram. Dann wird das ja alles unsicherer. Ja? Ich habe das ja alles bezahlt. Du machst, was ich will. Und an solchen Stellen crashen Träume. Und das ist hart. Ja? Und deswegen, Leute, kann ich euch nur einladen, Männer, Frauen, alle Wesen, nach diesem ersten Verliebtsein, was wir möglichst einfach nur genießen sollten, ohne groß komplizierte Fragen zu stellen oder gleich dauernd Lebensplanung anzustellen. Aber so, wenn du so merkst, wow, dieser Mensch wird dir wirklich wichtiger, dann so ein paar Sachen abzuklopfen. Also erstens dich selbst zu fragen, fühlst du dich gesehen? Hast du das Gefühl, dass der andere dir zuhört? Hast du das Gefühl, dass der andere wirklich daran interessiert ist, wer du bist? Was deine Wünsche sind, was dein Lebensweg ist? Schau, wenn dieser Insta-Live-Talk jetzt zum Beispiel, ja,
wenn der im Nachklang, wenn du nochmal reinspürst, nicht dazu beiträgt, deinen Lebensweg zu fördern, dann war es im besten Fall einfach nur eine Ablenkung, im schlechten Fall war es toxisch. Ja? So. Das heißt, dich selbst zu verstehen als eine kostbare Seele, die auf diesem Lebensweg unterwegs ist und der andere, und jetzt bringe ich ein ganz provokantes Wort, ist, wenn er dich wirklich mag, dein evolutionäres Dienstleistungsunternehmen. So, wenn ich das zum allerersten Mal sage in Seminaren, dann sagen ganz viele Leute erstmal, oh, Veit, das klingt ja anstrengend oder das klingt nach Business. Aber wisst ihr, der Witz ist, dass wir in einem Business, wenn wir Kunden haben, ganz oft respektvoller, achtsamer mit diesen Menschen umgehen als mit unserem Lebenspartner. Und das ist doch verrückt. Ja? Wir investieren tagtäglich daran, neue Produkte und Dienstleistungen für unsere Klienten und Kunden zu entwickeln. Der Partner zu Hause, der ist selbstverständlich. Nein, ist er nicht. Der schenkt dir viel mehr als die anderen. Der ist einfach da, okay? Der trifft evolutionär gesehen eine krasse Wahl. Der sagt, von all den 7,5 Milliarden Menschen suche ich dich aus und wähle, die meiste Lebenszeit mit dir zu verbringen. So, das heißt, wenn du das wertschätzen willst, frag deinen Partner und deine Partnerin, wohin willst du in deinem Leben? Was sind deine Träume? Was tut dir gut? Und dann fang an, diesen Menschen daran zu unterstützen. Ja? Und natürlich, diejenigen unter euch, die professionelle Geber und Geberinnen sind, die schreien jetzt wahrscheinlich auf und sagen, was ist mit mir? Natürlich andersrum genauso. So eine lebendige Beziehung ist nicht einfach nur, hey, wir lassen uns mal drauf ankommen, sondern wir setzen uns wirklich regelmäßig, bestenfalls einmal im Monat, vielleicht sogar am Ende von jeder Woche zusammen und fragen uns, fühlen wir uns gesehen voneinander? Haben wir noch das Gefühl, dass diese Beziehung unsere Werte unterstützt, meine heiligen Werte unterstützt? Habe ich das Gefühl, bei all dem, wo ich hin will, dass diese Beziehung zu meinem Erblühen beiträgt? Und da kann man sich viel einreden, aber zwei Tipps an der Stelle, drei Tipps. Erster Tipp, was immer unglaublich viel Klarheit bringt, ist eine Vision. Dich hinzusetzen mit dem Menschen an deiner Seite und zu sagen, hast du Bock, mal eine kleine, knackige, sexy Vision mit mir zu entwickeln, wo wir in 5 bis 10 Jahren sein werden? Da wird dir schon mal auffallen, dass manche Menschen, ehrlich gesagt ziemlich viele, keinen Bock darauf haben. Da sollten dir schon mal die Alarmglocken läuten. Ja? So, du steigst ja auch nicht in einen Zug, wo der Schaffner dir sagt, ich habe keine Ahnung, wo wir hinfahren. So, okay? So, eine Vision. Habt ihr eine gemeinsame Vision? Zweitens, es ist wirklich ein cooles Spiel. Wenn ihr wollt, probiert es einfach mal aus. Wenn der andere sagt, ja, ich liebe dich, dann zu sagen, weißt du was, ich würde das jetzt gerne mal ganz konkret machen. Ich würde dich zum Spiel einladen. Ich lade dich ein, dass du mir sagst, wie ich dir in der kommenden Woche zeigen kann, dass ich dich liebe. Ganz konkret. 3, 4, 5, nicht zu viele Punkte, aber ganz konkrete Punkte. Und ich sage dir, was ich brauche. Und am Ende der Woche kommen wir wieder zusammen. Und Leute, das ist zum Teil so ernüchternd und gleichzeitig aber auch so auf eine coole Art und Weise herausfordernd, weil ihr werdet plötzlich merken, wie oft wir uns erzählen, dass wir einander lieben, aber tatsächlich benutzen wir uns nur. Ja? So, wir sagen dem anderen, dass wir ihn lieben, wenn es gerade arschbequem für uns ist. Aber bist du bereit, dir mal ein paar Punkte aufzuschreiben, die dir der andere ja permanent konkret sagt, was er braucht, und es ihm dann einfach zu geben, am Ende der Woche zusammenzukommen, zu sagen, fühle ich mich geliebt? Und fühlst du dich geliebt? Das ist das Zweite. Und das Dritte, es gibt einen untrüglichen Hinweis, ob diese Beziehung lebendig ist. Und das ist, wir können das gleich ausprobieren, wenn du willst. Wenn du jetzt an einen Menschen denkst, der dir wichtig ist und dir den vorstellst, okay? So, wenn dein Gehirn anfängt zu lächeln, also wenn du merkst, das schüttet Freude aus, ja? Dann ist es sehr wahrscheinlich eine lebendige Beziehung. Weil schau, du kannst dir ganz viel einreden, dein limbisches System kannst du nicht austricksen. Wenn ein limbisches System in dieser Beziehung nicht das bekommt, was du brauchst, schüttet es
wann immer es an den anderen denkt, eher negative Stresshormone aus, ja, weil du mit dem anderen eher Langeweile, Ödnis, Stress, Aggression, was auch immer verbindest. So, also dein Gehirn denkt daran, boah, will ich nicht. Oder zumindest, boah, oh, so eine anstrengende Lernbeziehung. Aber wenn dein Gehirn anfängt zu lächeln, dann ist es sehr wahrscheinlich eine lebendige Beziehung. Manchmal dauert das Lächeln ein bisschen. Ja? So, ich bin manchmal stinksauer auf Andrea. Ja? So, wenn du mich dann fragst, Veit, denk mal an Andrea, dann ist natürlich die erste Welle, die kommt. Aber wenn ich eine Weile warte, kommt ein Lächeln, weil da ist so viel Wert, den wir miteinander erschaffen haben. Okay? So, das sind drei Sachen. Und nochmal, ihr Lieben, stresst eure Beziehung nicht damit, dass ihr jedes Mal, wenn es irgendwie anstrengend wird oder wenn ihr euch auch mal wehtut, wenn ihr euch verletzt, sagt toxisch, toxisch, toxisch. Erstmal lade ich dich an, immer selbst zu schauen, hast du dich denn schon richtig eingebracht? Hast du schon mal richtig klar deine Grenzen gezeigt? Warst du auch wirklich bereit für Konsequenzen? Ja? Hat der andere eigentlich bis jetzt eine Chance gehabt, zu verstehen, was du mit toxisch und lebendig meinst? Und hast du euch beiden eine Chance gegeben, euch dahin zu entwickeln? Weil die meisten von uns kommen aus toxischen Verhältnissen. Okay? Das fällt erstmal so gar nicht auf, weil es zum Teil so eine Norm ist. Ich habe euch ja vorhin erzählt von Queen is Rising und King is Back, also die zwei, drei Monatsprogramme, die Andrea und ich kommende Woche anfangen. So, darin wird es auch viel um toxische Weiblichkeit und toxische Männlichkeit geben. So, ich brauche Zeit, um das zu verstehen, als Mann. Bei mir sind so viele Dinge als das ist männlich beigebracht worden, die in Wahrheit für mich toxisch sind, weil sie mich zwingen, härter mit mir zu sein, als ich überhaupt bin, cooler zu sein, mich zu bescheißen und die toxisch für meine Umgebung sind. Aber weil es im Augenblick noch die Norm ist, fällt es nicht auf. Okay? Bei Frauen ganz genauso. Also viele Dinge, zum Beispiel die Frauen als nett ansehen oder vielleicht sogar ansehen, ich tue das, weil ich diene, ist in Wahrheit toxisch, weil du mit deinem Verhalten oder zum Beispiel mit deiner Inkonsequenz negative Verhaltensweisen bei allen Beteiligten förderst. So, dann kannst du noch so nett sein. Das ist einfach toxisch. Okay? Aber dann immer gleich die Beziehung wie so ein heißes Eisen wegzuwerfen, haut einfach nicht hin, ihr Lieben. Weil, nochmal, es gibt einen Grund, warum du in der Beziehung gelandet bist. Sehr wahrscheinlich hast du auch deine toxischen Anteile. Aber es ist absolut richtig und wichtig, euch immer wieder zu fragen, okay, geht es in die richtige Richtung? Wird die Freude mehr? Grinst mein Hirn, wenn es an den anderen denkt? Okay? So. Wenn du an deine Lieblingssüßigkeit denkst, was passiert? Du grinst. Ja? So. Wenn du zum Beispiel einen Partner und Partnerin hast und du willst, dass diese Menschen auf dich abfahren, ja, dann hör auf, die zu überreden, sondern werde zu ihrer Lieblingssüßigkeit. Und das vielleicht als Letztes noch. Einer der am häufigsten verbreiteten Irrtümer diesbezüglich ist, also das verstehen viele Menschen noch mit dem, hey, ja, okay, ich will Freude im Grunde des anderen auslösen, aber was machen wir dann? Wir gehen davon aus, dass das Gehirn des anderen genauso getriggert wird wie unser Hirn. Das heißt, wir schenken dem anderen das, was uns Freude bereiten würde. Aber das ist deine Lieblingssüßigkeit. Hör deinem Partner, deiner Partnerin zu. Die erzählt dir die ganze Zeit, was ihr fehlt und was sie sich wünschen. Und dann überwinde doch mal deinen Stolz und gib es. Ganz präzise. Und schau, was passiert. Und nochmal andersrum ganz genauso. So, wenn du mit jemandem zusammen bist, der diesen Talk sieht und der sagt, hey, ich habe keinen Bock, mit dir eine Vision aufzustellen. Fettes Alarmzeichen. Ja. Das heißt, du bist mit jemandem zusammen, der nicht bereit ist, mit dir Zukunft zu planen. Warum auch immer. Vielleicht hat er Angst davor, vielleicht ist er faul, was auch immer. Und wenn du mit jemandem zusammen bist, dem du das Konzept einer evolutionären Dienstleistung erklärst, und sagst, hey, hast du Bock, das mal auszubringen?
Hast du Bock, dass wir mal für ein paar Wochen nur das Experiment ausprobieren, was passiert, wenn ich dir sage, was ich brauche, um mich geliebt zu fühlen und du mir, und dann geben wir uns das. Und wenn dann der andere nicht mitmacht, auch ein fettes Alarmzeichen. Ja? Ist sehr wahrscheinlich, ist nicht böser Wille. Die meisten von uns haben einfach durch die Erziehung, die wir genossen haben, durch die Schule, durch die wir gegangen sind, gelernt, sich selbst und andere Menschen als Objekte zu betrachten. Aber um das abzurunden, du bist kein Objekt, du bist ein Wunder, du bist ein Genie. Und wenn du willst, Zeit mit jemand anderen zu verbinden, dann sollte es knallen, auf eine gute Art und Weise. Okay, gut. Weil jetzt noch viel mehr Menschen reingekommen sind, bevor ich jetzt in die Frage- und Antwort-Session gehe, ganz kurz, am Ende von heute kommt noch meine Liebste dazu, kurz vor 19 Uhr, und spricht über Queen is Rising. Das ist ein dreimonatiges Bündnis, was sie mit Frauen und non-binären Wesen, die sich von der weiblichen Kraft angezogen fühlen, eingehen wird, um Weiblichkeit nicht nur intellektuell zu erforschen, sondern wirklich zu erfahren, zu fühlen und zu durchleben. Und wenn du dich davon angezogen fühlst, Queen is Rising, komm einfach am nächsten Donnerstag, am 10. Juni dazu, um 20 Uhr. Das Ganze ist frei, du kannst da erstmal richtig reinschauen und kannst dich dann ganz in Ruhe entscheiden. Also es haben sich jetzt schon ganz, ganz viele tolle Frauen angemeldet. Ich glaube, das wird richtig, richtig, richtig gut. Ja. Und das Parallelprogramm, dazu lade ich ein, Männer und non-binäre Wesen, die sich von der männlichen Kraft angezogen fühlen. Ich möchte euch einladen, den König in uns zu entdecken. Den König runterzuholen auf die Erde. Zuallererst für uns, aber auch für unsere Liebsten und für die Menschheit. Und das beginnt auch am Donnerstag, allerdings um 18 Uhr. King is back. Und das vielleicht ganz kurz noch, bevor ich zu den Fragen komme. Wenn Andrea und ich in unseren Büchern von Queen und King schreiben, dann meinen wir also nicht so eine plastische, wörtliche Vorstellung von jemandem, von einem Menschlein, der auf dem Thron sitzt, eine Krone aufhat und sich wahnsinnig wichtig nimmt, sondern das ist einer der mächtigsten Archetypen in uns. Die Königin und der König. Und diese Archetypen haben extrem viel damit zu tun, eben nicht zu herrschen, das ist der große, große Irrtum, sondern zu hüten und zu führen, auf eine weise Art und Weise in Führung zu gehen. Und wir glauben und wir sehen, dass dieser Archetyp in unserer Gesellschaft fehlt. Ja? Also ihr wisst, ich bin überhaupt kein Freund von Weltverschwörungsideologien, aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie unsere Regierung, wie stümperhaft unsere Regierung in den letzten Monaten mit dieser ganzen Corona-Krise umgegangen ist, wie lieblos, wie wenig die Menschen mitgenommen worden sind, wie wenig kommuniziert worden ist, wie wenig geführt worden ist auf eine gute Art und Weise und wie uninteger zum Teil mit Fehlern umgegangen wird. Ich will diesen Menschen gar keinen Vorwurf machen, weil jeder gibt das Beste, davon bin ich absolut überzeugt. Aber ich glaube zutiefst daran, dass es Zeit ist, dass ganz, ganz viele Menschen diese königliche, würdevolle, powervolle und sehr werteorientierte Energie in sich entdecken. Also Queen is Rising und King is Back, kommt einfach vorbei. So ihr Lieben, und jetzt setze ich mir meine schlaue Brille auf und schau mal, was für Fragen eingegangen sind. Und ihr könnt auch gerne noch Fragen stellen. Warte mal, hier geht's los. Wenn man anfängt, sich selbst zu verstehen und der Partner aber nicht mit dabei ist, was tun? Zu 95%, ihr Lieben, bekomme ich diese Frage von, dreimal dürft ihr raten, von Frauen gestellt. So. Frauen haben mittlerweile eine tiefe Resignation in sich, die älter ist als deine persönliche Geschichte. Eine tiefe Resignation darin, nicht gehört zu werden, nicht gesehen zu werden. Und wir müssen echt aufpassen, und auch das ist ein ganz, ganz großes Anliegen von Genesis, von dem Buch, dass das nicht eine permanente, chronische, selbsterfüllende Prophezeiung wird.
Das heißt, wir müssen uns genau angucken, welche Vorurteile haben wir der anderen Seite gegenüber. An welcher Stelle resignierst du zum Beispiel als Frau und versuchst gar nicht wirklich verstanden zu werden. Versuchst gar nicht mehr wirklich den Typen mit auf den Weg zu nehmen. Und ich weiß, dass ganz viele von euch frustrierende Erfahrungen gemacht haben mit Betteln, mit Ziehen, mit Nörgeln, mit traurig zurückziehen und so weiter. Und ein wichtiges Thema, was meine Liebste mit euch teilen will, ist, dass es einen absoluten Unterschied gibt zwischen Betteln und eine ganz, ganz klare, also dein Bedürfnis ganz klar in den Raum zu stellen. Und wenn du zum Beispiel schreibst in deiner Frage, okay, ich fange an, mich zu verstehen, tiefer zu verstehen, und das ist ein Prozess, der gerade bei ganz, ganz vielen Frauen passiert, ein unglaublich schöner, tiefer Befreiungsprozess. Und du realisierst, der Typ an deiner Seite rafft das irgendwie nicht. Dann musst du dich ihm in den Weg stellen und musst ihm daran teilhaben lassen, was in dir passiert. Okay, du musst ihm auch daran teilhaben lassen und sagst, hey, pass auf, wenn wir hier nicht zusammenkommen, wenn wir es nicht schaffen, uns regelmäßig zuzuhören, dann geht das auseinander. Und eins habe ich von Frauen verstanden, wenn bei euch die Tür mal richtig zu ist, dann ist die zu. Dann kriegt selbst ihr die kaum mehr auf. So, Frauen sind unglaublich geduldig in Wartepositionen, aber wenn die Tür mal wirklich zu ist, und ich wette, dass die meisten von euch das schon erlebt haben, dann stehst du auf und dann gehst du. Und das ist ganz häufig der Moment, wo die Typen aufwachen und denken, fuck, ja doch, ich habe ja auch ein Problem, ich will mich auch entwickeln, und dann ist es zu spät. Deswegen kannst du nur, solange du spürst, du bist offen dafür, du wünschst dir, dass er mitgeht, diese Einladung aussprechen, und die musst du auf eine Art und Weise aussprechen, dass bei dem auch ankommt, dass du nicht ewig warten wirst. Okay? Ja. Und ich verspreche euch, dass ich mein Bestes tue, wenn wir jetzt mit den Männern King is Back zusammenkommen. Also ich möchte gerne die Lust von Männern an der Evolution wecken. Also viele Typen haben aus meiner Sicht überhaupt noch nicht den Schuss gehört. Ja? Den Schuss individuell gehört und aber auch gesellschaftlich gehört. Was hier passiert, ist eine Revolution. Ja? Und wenn wir nicht aufpassen, dann werden wir einfach immer aussortiert. Wie gehst du mit dem Hype um? Süße Frage. Also ich vermute mal, dass du mit Hype meinst, der Bekanntheitsgrad von Andrea und mir, der doch immer weiter steigt. Also wir empfinden das nicht als Hype. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt gerade 1,5 Jahre nicht auf der Bühne war, sondern hier die Corona-Zeit hauptsächlich in unserem Videostudio gearbeitet habe. Also wenn mir Begeisterung entgegenkommt von Menschen, also was mich immer berührt ist, wenn das so eine ganz konkrete, spezifische Begeisterung ist. Also wenn mir zum Beispiel jemand einfach in Dankbarkeit erzählt, was meine Arbeit oder was ein Buch mit ihm gemacht hat, das macht mich einfach mega, mega, mega glücklich. Und diese Art von Begeisterung, die kann ich auch total gut nehmen, weil ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, wie wichtig mir das ist, ja, wenn ich so eine Inspiration erfahre. Wenn ich irgendwo vorbeikomme, wo ich merke, das schlägt um so eine Bewunderung, wo ich auf den Sockel gestellt werde, dann bemühe ich mich, möglichst schnell dieses Bild zu zerstören. Also entweder in der Öffentlichkeit, also um jetzt mal eine Metapher zu bringen, indem ich einen ordentlichen Furz rauslasse, sodass die Menschen einfach merken, der Typ ist ein stinknormaler Typ. Oder halt, indem ich zum Beispiel in meinen Büchern oder meinen Vorträgen oder auch hier wirklich immer wieder offen und ehrlich über meine Schwächen und Fehler spreche, weil ich möchte diese Projektionsfläche gar nicht erst zulassen, weil die ist nämlich wirklich toxisch. Uns inspirieren zu lassen von jemandem ist super, super cool. Aber sobald du jemanden auf den Sockel stellst, besteht die Gefahr, dass du da hängen bleibst. Ja? Dass du sozusagen, dass du dich so in diese Position gewöhnst,
Und da schon so eine ganz komische Art von Befriedigung rausziehst, aus dem einfach irgendjemand oder irgendwas bewundern, dass du deinen Arsch nicht mehr selbst in Bewegung setzt. Und da ist aus meiner Sicht die Aufgabe von allen Lehrern und Lehrerinnen, diese Projektionsfläche so oft wie möglich einfach zu irritieren, zu zerstören, sodass Menschen auf sich selbst zurückgeworfen sind. Und persönlich im Sinne von, die Begeisterung bedeutet jetzt, dass ich so super toll wäre, das kann ich gar nicht. Also erstens hat sich ja mein Erfolg sehr langsam eingestellt. Das heißt, der ist nicht über Nacht gekommen, sondern ich habe sehr geduldig und demütig üben dürfen. Und zweitens empfinde ich das, was ich weitergebe, nicht als meins, sondern ich habe das auch anvertraut bekommen und das sind Geschenke und die werden einfach weitergegeben. Und drittens, also ich kenne die Liste meiner Schwächen und Marke viel zu gut, um irgendwie übertrieben abheben zu können, ja, oder auch zu wollen. Wie bekomme ich meinen inneren Schweinehund im Griff? Lieblingsthema von mir, also ich haben wir gerade in unserer Coaching-Ausbildung. Motivation, habe ich auch heute gerade auf Instagram was gepostet. Schau, in dem Augenblick, wenn du deinen inneren Schweinehund in den Griff bekommen willst, läuft schon irgendwas schief. Ja? Du versuchst ganz offensichtlich gerade, dich zu etwas zu motivieren, wozu dein System nicht motiviert ist. So, und der Clou liegt aus meiner Erfahrung nicht darin, den inneren Schweinehund in den Griff zu bekommen oder vielleicht noch schlimmer, ihn zu bekämpfen, weil der wird sich immer einen Weg bahnen. Ja? Also der innere Schweinehund ist nicht unser Gegner, unser Feind, sondern das ist ein Teil unseres Unterbewusstseins, ein Teil, das zum Beispiel sagt, ich habe auf den Weg einfach keinen Bock. Ja? So. Ich habe vorgestern gerade ein Coaching gehabt, ein Online-Coaching mit einer jungen Frau, die auch einen Tipp wollte, wie sie sich dazu motivieren kann, also eine angehende Coachin, Menschen zu akquirieren, also Klienten zu akquirieren. Und dann habe ich sie gefragt, willst du das denn überhaupt? Und dann kam raus, natürlich will sie das nicht. Also welcher Mensch mit Herz, der auch mittlerweile so auf der Stufe der Selbstverwirklichung angekommen ist und weiß, dass wir alle Seelen sind, will einen anderen Menschen akquirieren? Das ist ja Bullshit, ja. So, lange Rede, kurzer Sinn, lass mal deinen inneren Schweinehund einfach mausern, frag dich einfach lieber, erstens, ist das überhaupt ein Weg mit Herz oder ist es ein Weg, zu dem du dich eh überreden musst, ja, zu dem du gar keinen Bock hast, diese fucking Leistungsgesellschaft hat uns so sehr wie Zombies darauf trainiert, stur irgendwelche Wege abzumarschieren, die nichts mit uns, mit unseren Werten, mit unserer Seelenbestimmung zu tun haben. Das heißt, es kann sein, dass dein Schweinehund so die letzte Bastion ist, die sagt, stopp. Und dann, das verstehe ich natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel Süchte in den Griff bekommen wollen, Süßigkeiten, Raucher und so weiter, auch da ist der innere Schweinehund nicht unser Gegner, sondern wir haben einfach in der Sucht gelernt, etwas zu finden, etwas zu suchen und zu finden, was uns im Leben normalerweise fehlt. So, dein Gehirn ist permanent auf der Suche nach Ekstase. So, wenn dein Leben nicht ekstatisch verläuft, ja, wenn deine Arbeit dich nicht in Ekstase versetzt, deine Beziehung nicht, da sind wir wieder beim Thema toxisch, ist doch logisch, dass dein innerer Schweinehund sagt, dann lass mich wenigstens diese scheiß Zigarette rauchen, ja, oder trinken oder was auch immer. So, wenn du dann deinen Schweinehund sagst, nee, das machen wir nicht mehr, dann sperrst du den Keller. Du kannst dir sicher sein, der findet einen Ausweg. Der kommt zum anderen Fenster wieder rein. Und du hast ja dein Problem noch nicht gelöst. Dir fehlt ja immer noch Ekstase. Verstehst du, was ich meine? So, und dann lieber zu gucken, wie kann ich denn die Wege, von denen ich hundertprozentig überzeugt bin, dass ich die wirklich gehen will, weil mein Herz dabei ist, wie kann ich die ekstatisch gestalten? Und das ist eine ganze Wissenschaft. Ja? Also du kannst Liegestütze in eine unglaublich sexy Angelegenheit verwandeln. Ja? Du kannst Aufräumen in ein Abenteuer verwandeln. Aber erstmal am Anfang steht immer die Frage, will das mein Herz überhaupt? Sag mal, ist das nur meine
Brille, die beschlagen ist, oder bin ich heute ein bisschen unscharf? Warte mal ganz kurz, kriegt mich einen Schreck. Ich fummel mal hier an der, kurz an der, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin ein bisschen unscharf. Ja? Also so eitel bin ich ja noch, dass ich hier scharf erscheinen will. So, schauen wir nochmal nach den Fragen. Woher weiß ich, ob eine Antwort aus meinem Herzen oder meinem Verstand kommt? Das ist eine wirklich gute Frage. Also was uns erstmal hilft, meine Erfahrung ist, wenn wir verstehen, dass es nicht wirklich eine klare Trennung zwischen Herz und Verstand gibt. Ja? Also wenn wir uns jetzt auf Intelligenz beziehen, dann wissen wir heutzutage, also wir haben Neuronen, neuronale Zellen im Darm, das ist auch ein Gehirn von uns, im Herzen, in hier oben etc. Also es geht ja weniger darum, den Verstand auszuschalten, als vielmehr mit Hilfe des Verstandes den Weg zu finden, bei dem das, was die meisten unter Herz verstehen, was ich zum Beispiel eher lieber Seele nenne, ja, unsere Seele jubiliert. So, wie kommen wir hin? Also erstens, es gibt ein untrügliches Zeichen, das haben wir am Anfang schon gehabt. Warte mal, mein Stuhl rutscht immer runter, sorry. Freude, Leute, okay, so. Freude, wird die Freude mehr? Freude ist ein untrügliches Zeichen. Und ich rede jetzt nicht von, wisst ihr, von dieser Chaka-Chaka-Chaka-Freude, die wir manchmal empfinden, wenn wir, was weiß ich, es gibt es ja Gott sei Dank nicht mehr so häufig, aber wenn du auf so einem Motivationsworkshop bist und du wirst so hochgepumpt, ja, das ist gepusht. Nein, ich meine diese leise, süße, nahrhafte Freude. So, wenn du einen Weg gehst und die Freude wird mehr, dann ist das ein Weg mit Herz. Punkt. Ja. Wenn du einen Weg gehst oder auch nur einen Weg denkst, wo du schon merkst, boah, da muss man irgendwie Mühe machen. Ja, ich muss mir den irgendwie schönreden. Fehlt Herz. Und was heißt das, Herz fehlt? Das heißt, dass du sehr wahrscheinlich auf einer auf einer Entwicklungsebene angekommen bist. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du es bist, sonst würdest du nicht auf so einem komischen Kanal landen wie meinem, wo deine Seele dich mehr ruft als dein Ego. Ja? Unsere Seele ist ein Scharrer. Ja? Unser Ego ist ein Scharrer. Okay? Unser Ego kann sich in Sachen reindenken, unser Ego kann sich zu Sachen überreden, ja, und sagen, ja, da muss ich zwar meine Werte verletzen, aber dafür verdiene ich viel dabei. Unsere Seele ist wie so eine ganz klare Stimmgabel. Und je mehr du dem vertraust, ja, je mehr du zum Beispiel einfach mal in deinem Alltag darauf achtest, was passiert, wenn du dich zu irgendetwas überredet hast, meist merkst du dann im Laufe des Weges, fuck, das war nicht cool, ja, aus Angst oder Gier bin ich im falschen Weg gegangen. So, wenn du das einfach nur realisierst und gleichzeitig realisierst, wie es sich anfühlt, wenn deine Seele so ganz bang, ganz klar anspringt, ja, dann kriegst du unter diesem ganzen Wirrwarr, der hier oben gern mal herrscht, ein Gefühl für diesen Instinkt. Ja? So, ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, also ich bin so visionär, ich liebe Projekte, ja, und mir werden auch ganz häufig Projekte angeboten. Wenn ich nicht gleich beim ersten drüber schaue, so ein Gefühl habe von, boah, ja, dann weiß ich zumindest, dass irgendwas nicht stimmt. Ja? Manchmal kann das aus dem Weg geräumt werden, manchmal sind es einfach Zweifel, die nochmal überprüft werden. Aber wenn du viel über was nachdenken musst, versuchst du dich in etwas reinzudenken. Das Leben ist viel simpler, viel cooler. Und wenn du zum Beispiel, also der Mensch, der die Frage gestellt hat, wenn du es einfach mal drauf ankommen lässt und zum Beispiel sagst, okay, ich bitte jetzt einfach mal meine Seele, mich einen Monat lang zu führen und ich vertraue dem auch mal,
dann wirst du unglaublich spannende Erfahrungen machen. Du wirst an vielen Stellen ehrlicher sprechen. Du wirst dabei sehr wahrscheinlich auch Menschen verlieren, die sagen, bups, so habe ich mir das aber nicht gedacht. Ja. Du wirst plötzlich merken, da gibt es etwas, was dich in dir führt. Du wirst auf deinem Instagram-Account haargenau merken, welche Accounts dir gut tun und welche dir nicht gut tun. Da können die noch so schillernd sein. Du wirst merken, wenn im Internet jemand versucht, irgendwas zu überreden, dich in etwas reinzureden. Leute, wir sind so super, super intelligent. Wir müssen nur wieder dieser Freude folgen. So, schöne Frage. Mag ich. Mag eure Fragen. So. Wie kommt mein Partner in die männliche Energie? Zu 99,5% wird diese Frage von Frauen gestellt. Liebe Frauen, ich wiederhole es gebetsmühlenartig, bis es überall angekommen ist. Euer Partner ist nicht eure Baustelle. Vielleicht will der gar nicht in die männliche Energie. Aber wenn du schon anfängst, so zu denken, dann weißt du, dir fehlt irgendwas. Okay? Du starrst wahrscheinlich die ganze Zeit auf ihn und du hoffst, du stellst dir vor, wenn der jetzt mal in seine männliche Energie kommt, dann macht er das und das, ja? Dann übernimmt er die Führung, dann beschützt er die Familie oder was auch immer du dir da vorstellst. So. Die beste Art, eure Partner, und ich rede jetzt mal wirklich von den Männern, in ihrer Entwicklung zu unterstützen, ist, nehmt eure Finger aus ihrem evolutionären Getriebe. Kümmert euch um euch. Und wenn ihr das macht, okay, können nur zwei Sachen passieren. Also erstens, ihr vervollständigt euch, ihr werdet ganzer, ihr werdet lebendiger, ihr werdet sehr wahrscheinlich auch eure männliche Energie mehr integrieren. So, und dann gibt es ein klares Gesetz der Anziehung. Wenn das wirklich euer Typ ist, das heißt, wenn es vorgesehen ist, dass er mit euch sich auf der nächsten Entwicklungsstufe wiederfindet, dann wird der seinen Arsch in Bewegung setzen. Aber nicht, weil du das wolltest, okay, sondern weil er es will. Und das ist ein riesen, riesen Unterschied. Okay? Zweite Möglichkeit, und das ist die, die natürlich Angst macht, es ist nicht euer Typ für die nächste Runde. Und dann wird er aus eurem Realitätsfeld verschwinden. Meine Liebste, wenn du das siehst, lade ich dich von Herzen ein, einfach mal eine Minute rüberzukommen ins Zimmer, dass du den Menschen etwas, vor allem den Frauen, über Queenes Rising erzählen kannst. Ja, genau. Ja, also ich überlasse jetzt kurz diesen Kanal, Andrea, dann kann sie euch Frauen was über Queenes Rising erzählen. So, hallo ihr lieben Frauen. Danke, dass ich nochmal einen winzigen Moment hier mit dazukommen darf, denn ich möchte euch nochmal mit meinen eigenen Worten und mit meiner ganz eigenen Energie ganz, ganz liebevoll und aber auch ganz, ganz herzhaft am Donnerstag zu Queenes Rising einladen. Frauen, es geht um unsere Würde, die es jetzt wirklich überaus Zeit ist, dass wir uns die zurückholen. Denn keine von uns Frauen hat ihre Würde wirklich verloren, aber unsere Würde ist angetastet worden, mehr oder weniger. Und das ganze Queenes Rising Programm zielt also in meiner Seele am allertiefsten darauf ab, dass wir unsere Würde wiederfinden. Und das wird ein Projekt sein, was wir alle gemeinsam auch gestalten werden. Es wird sehr, sehr viel Raum für dich sein. Es wird sehr, sehr viel Raum für ein gutes, gutes Bündnis sein. Auch für Partnerinnen, die miteinander durch diesen Prozess gehen. Und wenn du dich gerufen fühlst und wenn du wirklich das tiefe Bedürfnis fühlst, wie Veit vorhin so schön gesagt hat, also richtig Lust auf den evolutionären Prozess zu haben. Und Frauen, ganz ehrlich, wir sind wichtig. Die Erde braucht uns wirklich zurück. Dann sieht es dir ganz gerne an, das Programm. Von meiner Seite aus bist du herzlich eingeladen und ich freue mich, wenn wir uns am Donnerstag sehen. So, und jetzt nochmal 5 Minuten Spaß mit meinem Liebsten. Ja, ich mag ja nochmal sagen, das ist eine Riesenpremiere. Ich freue mich ganz, ganz doll. Also ihr wisst ja, das kriegt ihr sicher mit, dass ich
Andrea unglaublich schätze. Also ich habe einfach, wenn du 30 Jahre neben einer Frau lebst und siehst, wie sie ringt, wie sie sich befreit, oh, das ist so ein Geschenk. Und ich habe so seit vielen, vielen Jahren wirklich den Wunsch, dass Andrea mit ihrer tiefen Seelenkraft und mit ihrer Liebe und Weisheit noch mehr nach draußen geht. Und das passt ganz gut zu der Frage von vorhin. Ich habe irgendwann einfach verstanden und gesehen, dass sie ihrem eigenen Rhythmus total vertraut und habe einfach meine Finger aus ihrem Getriebe genommen, weil ich wusste, okay, wenn der Zeitpunkt da ist, dann ist er Zeit, dann ist er da und jetzt ist er da und ich freue mich ganz doll. Ja, und hier an der Stelle, bevor ich nochmal eine Frage beantworte, nochmal wirklich die herzliche Einladung an uns Männer. Hey, lasst uns aus dieser Trotzhaltung rauskommen, aber auch aus dieser Haltung des Schlafes, so nach dem Motto, bei mir ist doch alles okay, und sondern lasst uns echt freudvoll, stark, auf eine richtig neue Weise zusammenkommen. Und wenn du Bock hast, wie gesagt, am Donnerstag, 10. Juni um 18 Uhr, starten wir mit King is Back. Und jetzt schauen wir mal noch eine Frage, ihr Lieben. Schon mal noch eine coole Frage, die für uns alle spannend ist. Ja, oh, ihr habt so viele tolle Fragen. Dann, wow. Ich bin jetzt gerade echt über. Warte mal, wie, was kann ich noch? Okay, genau. Nehmen wir die Frage noch. Also, wie kann ich den Schuss auslösen? Das bezieht sich auf das von vorhin. Also, lass uns mal generell formulieren. Also, wie kann ich meinem Partner oder meiner Partnerin zeigen, dass für mich etwas dringend ansteht? Dass mir etwas dringend fehlt in der Beziehung, ohne dass er oder sie beleidigt reagieren oder sich zurückziehen. Also erstens, wenn wir mit einem unreifen Partner zusammen sind, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die Erstreaktion Bock, Beleidigung, Widerstand etc. ist. Ja. Also zum Beispiel Andrea und ich, wir haben beide in unserer Kindheit also ganz viel Grenzverletzung erfahren. Also uns ist ganz viel erzählt worden. Und in beiden von uns gibt es so eine Erstreaktion, wenn der andere kommt, so wie, boah, nee. Ja, also zum Beispiel, wenn Andrea zu mir sagt, meine Erstreaktion ganz häufig, nee. Und ich brauche, und das weiß ich mittlerweile auch, so ein paar Minuten runterzukommen, zu atmen und zu merken, nee, es macht total Sinn. Also erstens, also was ich damit sagen will, lasst euch nicht von der Erstreaktion irritieren. Was aber ganz wichtig ist, wie ihr es gut vorbereiten könnt, ist, bringt euch in die innere Haltung, euch klar zu machen, es gibt niemanden da draußen, auch wenn es schwer ist zu akzeptieren, der dir etwas schuldet. Okay? So, der Mensch an deiner Seite, den du mal verliebt warst, und den dein Gehirn jetzt als deinen Partner abgespeichert hat. Es gibt kein kosmisches Buch, in dem drinsteht, dass dieser Mensch dir zu irgendetwas verpflichtet ist. Das ist eine innere Haltung. Und sobald wir in diese Haltung von Forderung gehen, sind wir in einer Lüge. Okay? Und der andere kann eigentlich gar nicht anders, wenn er wach ist, als instinktiv dagegen gehen, weil es einfach nicht stimmt. Es stimmt einfach nicht. Okay? So, Punkt. Er ist dir nicht zur Liebe verpflichtet. Er ist nicht verpflichtet, dich zu verstehen. Er ist nicht verpflichtet, diesen Weg gemeinsam mit dir zu gehen. Er ist nicht verpflichtet, gemeinsam mit dir eine Vision aufzustellen. Und das zu akzeptieren, das erfordert unseren Mut, unsere Einsamkeit, unser Alleinsein in diesem Universum zu respektieren. Ja? So, wir alle gehen unseren einzigartigen Weg. Und wenn da jemand anders kommt, es ist ein Geschenk, wenn er etwas mit dir teilt. Das heißt, sprich nicht über eine Forderung, hey, du schuldest mir was, sondern sprich über dich und über deine Bedürfnisse. Und das mach auf eine Art und Weise, dass rüberkommt,
wie sehr deine Seele danach dürstet. So sprich darüber, dass du dich nach Liebe sehnst, dass du dich nach Wachstum sehnst, dass du dich nach Berührung, nach Nähe sehnst. Sprich über deine Sehnsucht und dann sprich eine Einladung aus. Dann sag zu dem anderen, und weißt du was, wann immer ich diese Sehnsucht spüre, wünsche ich mir zutiefst, dass du der Mensch bist, mit dem ich das gemeinsam leben kann. So, das heißt, aus irgendeinem Grund zeichnet dich meine Seele aus. Aus irgendeinem Grund wählt dich meine Seele. Und ich würde das total gerne mit dir teilen. Ich weiß aber, dass du jegliches Recht hast, Nein zu sagen. Doch dann wisse bitte, und auch das ist ein Fakt, es kann sein, dass ich irgendwann geben muss, weil ich bin nicht primär der Dauer dieser Beziehung verpflichtet, sondern der Erfüllung meiner Seele. So. Und dann gib einfach Zeit. Ja? Bitte am Anfang wirklich darum, dass der andere dir erstmal einfach wirklich nur zuhört. Finde wertschätzende Worte am Anfang für den anderen, weil du mir so wichtig bist. Weil unsere Beziehung so wichtig ist, möchte ich das gern mit dir teilen. Finde wertschätzende Worte am Ende. Ich habe das mit dir geteilt, weil du mir so wichtig bist. Lass es in Ruhe wirken und dann lass uns morgen darüber sprechen. Okay? So. Also das eine Extrem ist dieses Fordern, wozu niemand von uns ein Recht hat. Das andere Extrem ist, auf eine nebensächliche, schwache Art über deine Seelenbedürfnisse zu sprechen, die gar nicht bei dem anderen ankommen kann. Und bei Männern müsst ihr auch manchmal dringender, mit mehr Flamme sprechen, damit die realisieren, okay, es ist 11:55. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz doll. Insta ist jetzt gleich vorbei, die Stunde. Ich werde das auch wieder in meinen Account stellen. Das heißt, ihr könnt das auch später noch anschauen und morgen oder übermorgen auf YouTube hochladen. Also fühlt euch herzlich eingeladen, das nochmal anzuschauen oder auch zu teilen. Und hier an der Stelle nochmal an alle, die das Buch Genesis noch nicht gelesen haben, es ist eine super coole Vorbereitung für King is Back und Queen is Rising. Vielleicht nutzt ihr die Gelegenheit und besorgt es euch noch. Es ist ein wirklich gutes Buch. Das musst du mir nicht glauben, liest dir einfach die Rezension durch. Ich danke dir ganz, ganz doll für deine Zeit. Ich hoffe, wir hatten eine lebendige Beziehung miteinander und du fühlst dich inspiriert und ermutigt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ciao.